ganz sexy Kätzchen. Ich finde das mit dem Blau einfach mega geil. Tanz für mich, Kitty. Komm, tanz für mich. Genau, tanz für mich. Katze hat gerade ein Gehirn unterdrückt. Okay, wie cute. Oh. Vorhin, kurz bevor ich den Stream angeschmissen habe, ich war halt tatsächlich erstmal so am Überlegen. Okay, stehe ich auf? Stream ich überhaupt? Weil Magen ist halt so meh. Und neben mir lag dann halt unter der Decke mein Kater. Alle Viere von sich gestreckt. Direkt an mich geknuddelt, am Schnarchen. Und ich dachte nur so, okay, ich will eigentlich gar nicht aufstehen. Weil ich weiß, wenn ich aufstehe und runtergehe, dann steht er auf und ist nicht... Also er ist immer noch süß, aber nicht mehr so süß und knuddelig. Und er braucht auch seinen Schlaf. Und ich bin dann extra nochmal länger liegen geblieben. Und hast sie dann verlassen, du wusstest. Ja, ich wusste. Es ging ja nie anders. Ansonsten wäre ich ja jetzt nicht bei euch. Sag heute, lass laufen. Nein. Einfach nein. Wir sind heute sehr produktiv, was ihr so angeht. Produktivität ist, gut. Wirklich gut. Nicht. Erst links oder erst rechts? Also. Das ist keine auch so skurrile Schlafposition. Man könnte meinen, man hat sollte doch sonstige Knochen. Ja, meistens so verdreht. Also, ne? Hintern in die Richtung, Oberkörper in die andere Richtung. Und dann die Pfoten auch irgendwie so komplett verdreht. Das sieht immer richtig cute aus. Ich bin sehr froh, dass, dass ich die bei einer Quest gefunden habe. Ich will auch. Ich finde die blaue Bemalung mega cool. Und noch mehr Steinfreunde. Die Statue eines männlichen Elfen ist deutlich weniger verschlissen als die anderen. Ja, ich wollte aber auch nicht die Statue angucken. So viele Fleischlinge laufen durch die Hallen. Ja, das ist eine schwere Katastrophe. Ich bin hier. Ich muss hier zwischendurch mal mit ihm. Das Gute ist, wenn wir dann umgezogen sind, dann können die Katzen auch im Stream dabei sein. Vielleicht gibt es dann irgendwann sogar eine Catcam. Dann könnt ihr dann sehen, wie die Katzen. Entweder auf dem Sofa oder so, dann bei mir im Streamingzimmer liegen. Das ist dann auf jeden Fall bald möglich. Wenn ihr Glück habt, vielleicht schon Ende des Jahres. Gut, die Catcam wird dauern, weil... Na, muss mir erst eine Cam holen. Aber es wäre möglich. Ja, Catcam. Ich freue mich auch schon wieder drauf. Ich habe gerade meine Kitty hier auf dem Bauch liegen. Wie, du hast Kitty auf dem Bauch liegen? Kitty? Was tust du? Wie bin ich denn da hingekommen? ich bin auf der Suche nach Tedrini? Ja. Und es spricht. Ich habe gerade Tedrini fertig. Ach, Tedrini, okay. Entschuldigung. Eines meiner besten Werke, wenn ich das so unter. Meine Kitty läuft mit hinterher, Eso. Kaum die Feinheiten zu schätzen wissen würdet. Wie kriege ich ihn aus eurem Garten? Nun, ihr müsst mich unterhalten. Es gibt in den Gärten verschiedene Truhen. Ich weiß gar nicht, hatte ich mal Suna nicht auch als Pet? Ich habe so ein paar Tiere nach dem Chat benannt. Also wie gesagt, ich weiß, dass Halbert mein Wolf ist.
Gut, es wurde aber auch gesponsert von Wolf. Deswegen war das nur fair. Halbe durfte sich aussuchen, ob er das Mount sein will oder ob er das kleine Babywölfchen sein will. Hatte die Qual der Wahl. Jetzt darf ich auf Hybrid reiten. Meine Katze ist Karamell. Ich brauche einen neuen Namen. Wer seid ihr? Die Behüterin. Ich schütze alles vor dem Zahn der Zeit. Bei Schriftrollen und Büchern ist das einfach. Na danke! Na danke! Zuerst aber hey, sie sich gewehrt. Wenigstens werde ich benannt. Sie no. Doch nur einmal um. Die Katze ist jetzt Pfötchen. Die Statuen sind Aliden? Stimmt, ich habe ja eine Katze, die Kitty heißt. Deswegen brauchte ich die gar nicht extra benennen. Ich hatte ja schon Kitty. Enten und Hasen schon benannt. No. Na gut, eine Ente möchte ich auch nicht unbedingt sein. Hätten, würde ich euch ja meinen ehemaligen Gebietern vorstellen. Wie schade. Die Farbe hat auch gepasst. Ja, stimmt. Ihr seht wie ein Geist aus. Wohl kaum. Meine Gebieter stellten fest, dass es mit gewissen Schwierigkeiten verbunden ist, mich frei durch diesen Ort streifen zu lassen. Ich muss gleich mal gucken, daher welche Tiere benannt sind. Einige sind noch frei. In dieser Form kann ich zwar hingehen, wo immer ich möchte, aber ich kann nichts beruhigen. Wir müssen auch mal wieder Planet spielen. Das ist ziemlich ärgerlich. Ich brauche noch einen Herbstzoo für das neue DLC nächste Woche. Ich glaube, nächste Woche. Muss nicht kämpfen, oder? So, jetzt muss ich mal gucken. Begleiter. Ach ja, hier! Direkt der hier! Das bist du, Masuna! Der Chat wollte ja, dass du dieses komische Gnomes-Dingens hier bist. Ich wollte dich eigentlich als was anderes nehmen, aber ja, gut. grausige Unheilsblut-Mumie. Gnomes-Dingens passt. Kann ich mich mit identifizieren? Das ist okay. Gut. Was haben wir dann? Okay, der ist nicht benannt. Der ist auch nicht benannt. Das sind alles die normalen Namen hier. Spooky. Okay. Gluti. Klein Pfötchen. Habe ich mich aber auch nicht. Also habe ich auch nicht selbst benannt. Wer klebt sein Schnuffel? Hospitz, Tintenfleck. Aber Springer. Flammenpfote. Schneewittchen. Ach, Schnabelchen, nicht Schneewittchen. Träumt vom Fliegen? Frisches! Ja, stimmt, Frisches haben wir auch noch. Schnippel. Zähnchen, Flammendorn. Glaube. Mulchel. Loni. Nein! Begleiter, bitte. Karamell, da ist Karamell. Sandy. Stampfi. Tanjin. Kitty! Huselwuss. Knappe Kauwau. Bitte, wer gibt es Viecher solche Namen? Sehr tiefrot. Hypro. Fischstäbchen. Das haben wir, glaube ich, auch benannt. Wir haben ihn, glaube ich, Fischstäbchen genannt, das Pferd. Pfeilchen ist auch nicht benannt. Ja, die hier haben auch alle noch keinen. Schneemähne. Ne, die haben auch tatsächlich alle noch keinen Namen. Buchkralle. Hybrid. Reißer. Gast. Du weißt, der Gast. Egal. Geistflüsterer. Federhof. Herzreißer. Ja, also die meisten sind noch ohne Namen. Hier, ja, Fischstäbchen. Frischstäbchen. Ja, nee. Nee. Die Karamell ist jetzt Pfötchen. Hat wir nicht durch Level abbekommen. Ja, stimmt. Stimmt. Bei den meisten Sachen weiß ich gar nicht. Selbst die ich so bekommen habe, weiß ich manchmal gar nicht vorher. Vieles glaube ich halt durch die Collectors Edition. Den hier zum Beispiel.
Durch Kauf, Promotion oder Event, ja. Den habe ich zum Beispiel auch dadurch. Da habe ich mir auch nicht nachgekauft, den hatte ich direkt. Das hatte ich auch, glaube ich, direkt. Flammenpfote. Tintenfleck. No, das ist so süß, das Ding. Okay. Ich habe nicht aufgepasst. Was müssen wir machen? Okay. Ich schau gleich nach. Oh Gott, ich sehe da diesen bösen Clip. Ich sehe da diesen bösen Clip. Der eine Kerl ist eingefroren. Oh. Ja, Katzen merken das aber sowieso. Gut, wir haben einen Kater, der möchte überhaupt nicht in der Nähe sein, wenn man krank ist. Die anderen beiden sind bei mir aber immer. In aller Regel. Ich hier raus. Soll ich mit mir erstmal was beißen? Mach das. Was gibt es denn Schönes? Okay. Geschlossen. Den Edelstein, der Tüdrins Seele enthält, gegen die Stirn drücken. Ihr hinterhältiger Schleimklumpen! Ihr werdet den Tag noch bereuen, an dem... Was? Ihr seid nicht... Und ich bin... Was ist geschehen? Okay, sei? Wie auch immer. Hat euch in einen Statue verwandelt. Okay, sei. Okay, sei. Woher kenne ich diesen Namen? Vielleicht... Okay, sei. Nein. Ich habe es vergessen. Ich hasse diesen Namen. Halt! Wo ist Laranaga? Ich wollte ihn nicht vorne hauen. Ich kann vorne mit roten Bohnen, grünen Bohnen, Bällchen und Kartoffelspalten. Die ist geil. Die ist geil. Die habe ich auch früher gegessen. Ich habe auch noch zwei Fertigtüten drin. Ich glaube, einmal ist es Bami Goreng und einmal ist es tatsächlich Hühnerfrikassee. Aber ja, ich weiß schon nicht, was ich nachher esse. Mal gucken. Sie ist in eurem Lager. Sie hat mich geschickt, um euch zu finden. Ich? Hilfe. Gut, das ist gut. Dann ist also nicht allzu viel Zeit vergangen. Ach, der Käsespätzle. Geht sogar schnell. Oh ja, Käsespätzle. Geil. Sorgt euch nicht um mich. Ich kenne den Weg zurück. Ihr sagt, ich guck mal, was ich heute Abend esse. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Behelie wird immer noch vermisst. War er nicht wieder im Lager? Nein. Ich schätze, Laranalda könnte wissen, wo er hin ist. Der geht doch aber auch wirklich ständig verloren. Mhm. Jo, und jetzt könnte ich... Da hinten durch, ne? Das ist so viel besser, das weiß ich nicht. Wir schauen einfach mal. Jetzt Samstagen. Hab jetzt Samstag ein Pferd angeschaut. Bin 900 Kilometer dafür gefahren. Absoluter Reinfall. Weiterfahren für ein anderes? No. Ja, verständlich. Verständlich. Aber... Die andere Sache ist, vielleicht ist es dann ja diesmal gar kein Reinfall. Ist halt schwierig. Was hattest du denn für eins angeguckt?
Entschuldigung, Kitty. Entschuldigung. Ich war so im Flow. Ich war im Flow. Du kennst es doch. Ach ja. Wallach. Ja, cool. Ich wollte früher auch immer ein Pferd haben. Ich hatte, glaube ich, 3 Jahre. Da waren es 4 Jahre. Hatte ich sogar Reitunterricht. Aber irgendwann wurde es etwas teuer. Und ja. Ich bin froh, dass ich überhaupt Reitunterricht haben durfte. Das war ein Akt, mich überhaupt in irgendeinen, auf irgendeinen Hof zu kriegen. Weil entweder brauchtest du halt einen Verein. Und da durfte ich zumindest hier in unserer Umgebung so 200, 300, 400 Euro monatlich abdrucken. Und nein. Nein. Ich habe die große Hoffnung, dass da, wo wir jetzt hinziehen, dass ich da irgendwo mal die Möglichkeit habe, vielleicht mich mal wieder auf ein Pferd zu setzen. Ich gebe den Traum nicht auf. Mal gucken. Rein theoretisch hätten wir sogar die Möglichkeit. Aber nein. Sind froh, wenn wir das andere erstmal fertig haben. Ich bin damals im Galopp vom Hengst gestürzt. Oh, scheiße. Oh, tut weh. Also ich glaube, runtergefallen bin ich vom Pferd noch nie. Toi, toi, toi. Einmal beinahe. Da ist das Pferd mit mir durchgegangen. Ich weiß bis heute nicht, warum. Aber ja, das Pferd ist dann einmal mit mir durchgegangen und ich konnte mich doch gerade so auf den Sattel halten. Und mein Großvater hat sich den Ast abgelacht, weil er dachte, das wäre Absicht gewesen, dass ich im vollen Galopp losgaloppiert bin. Also so einmal quasi fast vom Stehen aus. Und eigentlich, es war eigentlich nur ein Versehen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe ihn nur mit ihm unterhalten. Und irgendwann ist das Pferd dann halt einfach geradeaus und war nicht mehr zu halten. Vor der Straße habe ich ihn dann, oder sie, es war ja ein sie, habe ich sie dann wieder ruhig gekriegt. Es war, ja, ich hatte ein bisschen Schiss. Ich hatte ein bisschen Schiss. Mein Geliebter, ich ertrage es nicht länger. Obgleich ich euch von mir stieß, verzerrt sich mein Herz nach euch. Derlei Worte laut auszusprechen wäre ein Frevel, und daher schreibe ich sie hier in der Hoffnung nieder, dass sie den Weg zu euch finden mögen. Findet meine zweite Seite und ihr werdet den Gefährten finden. Okay. Wir wollten eiskalt 25.000 für ein Pferd, das nur an den Hirschen steht. Wir wollen mich verarschen. Fragt ihn noch so. Ich habe noch ein 3-jähriges, würde circa gleich kosten, ist aber unausgebildet. Das war was für dich. Wie? Und das war nichts für dich? Verstehe ich gar nicht. Er war kein Sattel drauf. Okay. Ja, gut. Ohne Sattel bin ich tatsächlich noch nie geritten. Ich weiß, ich hätte nicht. Nicht, dass ich wüsste, zumindest. Oh, Schrift, geh weg. Schrift, geh weg. Wenn ihr mich wirklich liebt, so wie ihr immer sagt, dann kommt zu mir. Ich werde auf euch warten, wenn nötig, für immer. Ein Stück von mir wartet auf euch, freigegeben von diesen Freunden aus Metall. Sucht nach der silbernen Truhe. Okay. Ich hab's mal auf einen Sprung geklatscht. Auch einmal gegen die Bande. Mein Handgelenk gebrochen. Boah. Ich bin sehr schmerzhaft vor. Wie gesagt, toi toi toi, ich bin noch nie runtergefallen. Aber wie gesagt, ist auch leider Jahre her, dass ich das letzte Mal auf dem Pferd gesessen habe. Ich weiß gar nicht. Wann bin ich aus der Schule raus? 2016. Und 2015 saß ich das letzte Mal auf dem Pferd. Ungefähr. Doch müsste es 2015 gewesen sein. War der letzte Urlaub mit meinen Großeltern. Wo ich noch reiten konnte, durfte. In dem Jahr danach war mein Pferd leider nicht mehr da. Das hat den
den Gang über den Regenbogen gemacht. Leider. Da war nicht mehr viel zu machen. Aber ich konnte wenigstens noch einmal sehen vorher. Besser schon. Aber ja, ich würde gern. Nur hier in der Umgebung ist halt gar keine Möglichkeit. Deswegen hoffe ich, da, wo wir jetzt hinziehen, da sind auch eindeutig mehr Pferde. hoffe ich, dass ich da irgendwo mal wieder eine Möglichkeit finde, dass ich mal wieder reiten kann. Das wäre so schön. Ich liebe es einfach. Vor allem das Gefühl, wenn du halt einfach auf dem Pferd sitzt und oh, das ist so schön, wenn du dann da über die Felder reitest. Ja, in mir schlägt oder das Herz, kleinen Pferdemädchen, ich kann da nichts für. Ich habe halt auch damit so richtige, ich weiß gar nicht, ich glaube, mein Zimmer war damals komplett tapetiert mit Pferdepostern und oh, was ich nicht alles da von Pferden hatte. Ich hatte sogar Pferdebettdecken und alles. Ich habe Angst vor Pferden, ich weiß bis heute aber nicht warum. Oh. Nein, sag lieber nichts dazu. Die Zweideutigkeit hatten wir vorhin. Reicht. Mein 15-jähriges Studio wurde auch eingeschrieben für einen Monat. Oh, scheiße, das tut mir leid. Ja, wie gesagt, sie gehörte zwar nicht mir, aber es war halt jedes Mal, wenn wir dann halt im Urlaub da waren, in der Zeit hat sie tatsächlich kein anderer geritten. Ich durfte dann halt auch, ne, in den Stall, durfte alles fertig machen und so, durfte dann auch irgendwann selbst satteln. Das war richtig cool. Kann ich halt, ich weiß gar nicht, wie alt war ich, als ich das erste Mal dahin gefahren bin? 6 oder 7. Und dann, wie gesagt, 10, 11 Jahre jedes Mal dahin gefahren. Das war einfach so schön. Sie fehlt mir. Aber ich habe noch Fotos. Ich habe noch Fotos von meiner kleinen Mika. Ein kleines Pferdchen. Circa 30 Minuten bin ich kurz AFK, dann muss man für mal wieder in die frische Luft. Alles gut. Ich wechsle eh bald zu F14. Wir haben dann ja noch 2 MMOs. Tiere geben so viel. Oh ja. Oh, ich liebe Tiere. Wir haben nicht ohne Grund 3 Katzen, einen Hund, einen Hasen, ein paar Fische. Ihr seid keine Illusion. Wir haben halt einen Zoo. Nein, Lara Nalda hat mich geschickt, um euch zu finden. Den Sternen sei Dank. Ihr müsst mich hier rausholen. Anscheinend habe ich eine alte Falle ausgelöst. Aber ich glaube, ich habe herausgefunden, wie die Energie in diesen merkwürdigen Lichtern gelenkt wird und wie man genau das gegen sie verwenden kann. Wie wollt ihr das anstellen? Als ich erst einmal gefangen war, kamen Kreaturen von oben, die über und über mit Augen und Tentakeln bedeckt waren. Sie verstärkten die Halterungen mit verderbter Energie, die aus ihren größten Augen strömte. Diese Augen sind der Schlüssel. Entfernt eines und verwendet es, um die Lichter neu zu fokussieren. Das sollte Wirkung zeigen. Da sind wir wieder bei den Tentakeln. Was für Kreaturen sind das? Ich weiß es nicht. Daedra vielleicht? Die Grauen aus dem Reich des Vergessens sind nicht mein Fachgebiet. Ihr werdet diese fliegende Bestien schon erkennen, wenn ihr sie seht. Sie haben viele Tentakel und wirken recht wendig, wie ein Netz, aber eben über und über mit Augen bedeckt. Dazu könnte ich etwas sagen. Ich lasse es. Erklärt deine Liebe zum Reiten, aber wenn du nie ohne Sattel reitest, war ich mir gewisse Dinge schon getankt. Alter. Nein, einfach nein. Ich habe in meinem Leben genau ein Pferd, das ich mochte. Und das mochte auf mich sein ernannt, was ein Arnold leider kurz, nachdem ich mir sagte, ja komm, auf dem reite ich mal, war es nicht mehr da. Oh no. Oh, Tentakelmonster. Oh, das hat aber echt viele Tentakel. Au. Nope. Glück der Erde liegt zum Rücken der Pferde. So sagt man ja. Und hallo, Rider. Wie gesagt, Tiere sind einfach toll.
Jetzt. Okay, beide gleichzeitig öffnen ist wohl nicht. 50.000%, ja. Es ist auch schön. Warum? Es war echt ein richtig, richtig, richtig tolles Gefühl früher. Wenn du dann halt da so lang geritten bist. Ach, das war toll. Ich hab's geliebt. Lieb sie heute noch. Ich meine, selbst mein Verlobter war am Überlegen, ob er mal mit mir zusammen so auf einen Reiterhof geht und mal guckt. Und vielleicht auch überlegt, selbst mal zu reiten. Ich hatte ihn tatsächlich mal fast so weit. Ja. Dann irgendwann haben wir irgendwie nicht mehr drüber geredet. Wird mal wieder Zeit. Ihr haltet meine Haarlocke, aber dennoch seid ihr nicht er. Warum den Worten eines anderen folgen? Bringt ihr eine Nachricht von ihm? Ist er verspätet? Mein Norweger ist Anfang 20 verkauft wegen meiner ersten Form. Was ich sehr bereue. Oh, ja, das glaube ich. Das wäre zum Beispiel, was ich niemals machen würde. Was ich zum Beispiel auch von Fotozeit nie erwartet habe. Wir haben von Anfang an immer gesagt, wo unsere, ne, was wir mögen, ne? Und wir würden niemals, für den jeweils anderen, irgendetwas davon aufgeben. Niemals. Niemals. Auch nicht Katzen oder sonstiges. Deswegen haben wir auch plötzlich 3 Katzen. Weil meine Mutter zum Beispiel wollte halt, angeblich hätten sich die 2 Kater, die halt von klein auf bei ihr gewesen sind, angeblich nicht mehr vertragen. Sie wollte den einen Kater einfach nur loswerden. Aber das ist eine Sache. So. Und wir waren uns sofort einig, jo, machen wir. Wir haben nicht irgendeinen Kater abgegeben oder sonstiges. Und selbst wenn er 3 Hunde mit in die Beziehung gebracht hätte, dann hätte ich das auch akzeptiert. Weil Tiere sind toll. Tiere sind Liebe. Tiere geben einem so, so viel mehr als manch ein Mensch. Gut, es kommt auf den Menschen drauf an, aber... Ne? Tiere lieben wirklich. Tiere sind toll. Jetzt möchte ich zu meinen Katzis, aber die liegen alle, glaube ich, in meinem Bett. Ich glaube, die liegen eigentlich 24 Stunden einfach nur in meinem Bett. Wenn sie nicht gerade mal am Futternapf sind. Dass ich kein Mensch bin. Oh. Nee. Aber ja, Liebe kann sehr, sehr blind machen. Das habe ich bei vielen, vielen erlebt. Und oft wird man dann selbst auch in die Pfanne gehauen. Egal ob als Tier oder als Mensch. Das ist manchmal sehr, sehr bitter. Alles klar, Ryder. Jo. Nein, euer Geliebter ist schon lange tot. Oh nein. Sind wir schon wieder bei der Liebe. Wir würden uns noch ein letztes Mal umarmen, ehe meine Stimme uns den Tod bringt. Doch während ich auf ihn wartete, flüsterte ich laut seinen Namen. Genügte das, um den Fels einstürzen zu lassen? Nein, wir sind 5 Personen. Wir haben 2 von uns. 3 Katzen. Seit ein paar Tagen im Tierschutz tätig bin, kommen noch 3 weitere Hunde zur Pflege. Ja, wie sie wir abgeben können, das weiß ich auch nicht. No. Ein großes Haus voller vieler Tiere. Wobei 12 Hunde aber auch schon heftig sind. Aber Hunde sind trotzdem toll. Auch wenn ich eher der Katzenmensch bin. Aber ich liebe unseren Hund auch. Auch wenn sie viel Scheiße baut. Ich weiß auch nicht, was sie neulich da wieder fabriziert hat, aber... Ja. Tiere sind toll. Ich habe auf YouTube letztens ein paar Videos zu den Straßenhunden in Ungarn etc. gesehen. Das war halt schon... Das ist schon...
Da wird ein bisschen anders, wenn man das sieht. Ähnlich wie mit Katzen. Nein. Ich sollte nicht zu viel mitnehmen, ne? Dirty Husky, Hallöchen. Wunderschönen guten Tag, Idaho Community. Wurde hier das Grüezi genannt. Hallöchen. Ich hoffe, es geht dir gut. Das muss ich hier machen. Ich hab doch keine Ahnung. Ich passe gerade eher so semi auf. Merkt man vielleicht so dezent. Nein! Meistens leid tut mir Kitty, weil Kitty die ganze Zeit auf mich warten muss. Ah, meine Arme. Ich dachte, sie würden abfallen. Ich bin froh, dass der Augapfel es wert war. Es ist diese so Aussage gut, vielleicht eine Mache, aber falls das Menschen nicht bleiben, bei meinen Tieren. An der Tür ist ein Schild. Tiere sind immer willkommen. Menschen werden nur geduldet. Ich glaube, damit machst du dir eher Freunde. Da machst du dir, glaube ich, eher Freunde mit. Weil sehe ich genauso. Ich meine, gut, du weißt es ja. Die, die mich ein bisschen näher kennen, ja auch. Mit Menschen habe ich es nicht so. Ich glaube, das haben aber viele. Man trifft meistens leider die falschen Menschen im Leben. Manche haben Glück, treffen auch ein paar gute Menschen, die es vielleicht auch wirklich mal gut mit einem meinen. Aber ich bleibe auch lieber bei meinen Tieren. Meine Tiere sind treu, meine Tiere verlassen mich nicht, es sei denn, sie scheiden irgendwann nach langer Lebenszeit dahin. Aber meine Tiere sind immer da. Gut, mein Verlobter zwar auch, aber er ist ein Mensch. Ich würde meine Tiere für nichts auf der Welt hergeben. Ich verstehe auch die Leute nicht, wenn man in Urlaub fährt und die Tiere aussetzt. Ich verstehe es bis heute nicht, warum man sowas macht. Verstehe es nicht. Wenn wir in Urlaub fahren, und wir machen das ja wirklich nur einmal im Jahr, dann gucken wir, dass die Tiere dahin kommen. Der Hund zum Beispiel fährt halt entweder mit oder kommt direkt zu seinem Bruder. Doch, zu seinem Bruder. Und die Katzen ist halt auch immer jemand da, der auf die Tiere aufpassen kann. Die sind nie alleine. Und da vergewissern wir uns erst 30.000 Mal, bevor wir überhaupt irgendwo hinfahren. Als wenn... Ich verstehe die Leute nicht, die Tiere aussetzen. Wir haben ja mal, das ist jetzt glaube ich 2 Jahre her, ein Kaninchen aufgefangen. Das lebt jetzt bei uns im Garten. Es war glaube ich 10 Tage nach Nikolaus. Wurde das Kaninchen halt ausgesetzt und ist meinem Verlobten halt quasi vors Auto gelaufen, ist aber nichts passiert. Also er hat doch rechtzeitig bremsen können und hat das Kaninchen dann von der Straße aufgeklopft. War noch ein ganz junges, war auch schon kastriert, meine ich. Und ging es aber soweit gut. Der war wohl noch nicht lange auf der Straße, vielleicht 2-3 Tage. Und den haben wir dann mitgenommen, Annonce aufgegeben, wollte keiner haben. Und dann waren wir erst am Überlegen. Dann haben wir gesagt, bevor das Tier wieder in eine falsche Familie kommt und wieder ausgesetzt wird, wir behalten den Hasen. Jetzt lebt er draußen in seinem Freilauf und hat, glaube ich, das glücklichste Leben, was ein Hase führen kann. Also dem geht's gut. Nur hat tatsächlich einen Klaps weg, dass er nicht gern mit Menschen zu tun hat. Also streicheln ist bei dem Hasen... Ja, der greift doch gerne die Füße an. Aber wenn man Futter hat, mit Futter kann man ihn bestechen. Mit Futter geht's. Kein Tier würde etwas planen, um dir zu schaden. So ist es. So ist es. Auch ein Furry sein. Ja. Jeder kann ein Furry sein, wenn man es möchte. Hier Pflegehunde aus Spanien, die werden vor der Tötung gerettet. Weil die Tierarme voll sind. Ich bin kein Mensch, ich bin eine Katze. Will zu sein, ist nur eine Beziehungssache. Ja. Ich find's immer furchtbar. Vor allem, wenn dann die meisten auch
immer sagen, nee, Tierheimtiere, nee, will man nicht. Aua. Ah, mein Herz. Hybrid, willst du, dass ich sterbe? Aber danke für die 20 Bits. Alter. Der Mann will, dass ich sterbe. Ich bin wieder da. Ja, das habe ich gehört. Danke. Oh, Alter. Jetzt man kann da nicht mehr arbeiten. Will permanent gestreichelt werden. Oh, süß. Ja, dann ab. Streiche den Kater. Kater hat Vorrang. Denkt die Tiere ja wirklich, dass wir Vorrang haben. Ihr wart nicht sicher, ob das tatsächlich klappen würde? Ich war mir sicher, dass es eine gute Theorie ist. Ich habe nichts mehr zu trinken. Alles Teil des wissenschaftlichen Arbeitens, meine Freundin. Aber kümmert euch nicht weiter darum. Ich sollte euch für meine rechtzeitige Rettung danken. Ich werde mich zurück zu unserem Lager aufmachen. Halten. Ich kann es kaum abwarten, Laranalda zu erzählen, was hier geschehen ist. So. Sind wir hier fertig? Was ist für eine Quest, die wahrscheinlich einfach nur 2 Minuten dauert? Habe ich jetzt 40 gebraucht?